Okay, wir haben einen Faden. Knote den Faden an das Hufeisen. Aha. Nö, das bringt ja nichts. Gut, ich glaube, dann gehe ich wirklich erstmal zurück zu Petra. Ich kann ja nochmal hier eben gucken. Spiegelnde Fläche, ob da noch was ist. Seltsam. Ich sehe weder einen Yeti noch einen Forscher. Okay. Gut, liebe Petra, ich habe ein köstliches vegetarisches Sandwich für dich. Schützt Mäuse, stoppt Point and Click. Oh oh. Möchtest du vielleicht etwas essen? Was steht denn zur Auswahl? Ja oder nein? Das ist geil. Ja. Also schön. Ich habe ein Sandwich. Ich gebe es dir, wenn du mir dafür dein Protestschild gibst. Typisch Mensch. Tut nichts ohne Eigennutz. Auch ein Tier würde einem anderen nichts geben, ohne dadurch einen Vorteil zu erhalten. Nur weil wir die Tiere vermenschlichen. Ich gebe dir das Sandwich zumindest nicht einfach so. Dann eben nicht. Was? Hey! Wirklich nicht? Möchtest du vielleicht etwas? Was steht? Ja oder? Ja. Okay. Also schön. Typisch. Auch nur weil. Ich gebe dir das Sandwich. Dann eben nicht. Was? Wie blöd ist das denn jetzt? Ich hätte meinen Triumph über Marsas nicht so auskosten sollen. Wenn man sein Schiff durch ein Gebiet fliegender Inseln steuert, sollte man ab und zu nach vorne schauen. Okay, jetzt haben wir eine Holzplanke. Aber wie bringt uns das beim Zucker weiter, beim Karamellisieren? Die Trümmerteile sind über hunderte Meter ver... Okay, das hatten wir auch alles schon. Okay, dann... Nochmal hier vorne hin. Hier liegt so viel Schrott rum. Vielleicht können wir jetzt doch das ein oder andere Teil irgendwie gebrauchen. Betrachte das Fass... Mit... Ah, Moment. Können wir da vielleicht... Nee. Ergibt auch keinen Sinn. Oh! Hallo! Ein Viehbaby! Oh, ist das niedlich. Ja! Guten Abend, meine Damen und Herren. Was ist das denn? Mein Jüngster! Alles in Ordnung mit ihm? Seine Stimme ist... Hier geboren. Spricht gut. Ja, das schon, aber die Stimme ist etwas, wie soll ich sagen, etwas ungewöhnlich. Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Alles nachsprechen. Ah. Er plappert alles nach, was er gehört hat und auch noch in der Stimme, in der er es gehört hat? Das ist ja geil. Faszinierend. Ihr Schatz. Und nun zurück zum Sport. Wie geil ist denn das? Gucci, Gucci, Goo. Läuft es einem kalt den Rücken runter. Verstehst du auch schon, was du so erzählst? Da gibt's nichts zu kichern, mein kleiner Freund. Also nicht. Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Okay, ich finde das Baby super, aber irgendwie kommen wir damit gerade nicht weiter. Nate, ich habe das Vieh hier angeklickt. Das ist, noch ein Vieh. Scheint eine Art Techniker zu sein. Einer wie der könnte mir garantiert bei der Mary helfen. Aber dafür muss ich den Viechern erst einmal ihre Antenne zurückbringen. Okay... Was hat's da in der Hand? Ein Regenwurm. Nam, nam, nam. Okay, möchte der vielleicht ein Sandwich? Der Kleine steht ganz gut im Futter, würde ich sagen. Vermutlich lässt sich das Sandwich woanders besser einsetzen. Okay, möchtest du ein Hufeisen? Auch nicht. Eine Holzplanke? Auch nicht. Oh, was haben wir hier? Gegensprechanlage. Oh, und hier ist auch noch was. Sprungfeder. Eine Metallfeder. Ziemlich stark.
Oh, wir müssen ja wieder was richtig Tolles basteln. Ich habe keine Ahnung, was und warum. Irgendwo in diesem Heiligtum sitzt ein Fellknäuel und spricht durch ein Rohr mit mir, obwohl ich vielleicht Dutzende Meter entfernt bin. Es ist beeindruckend, wie weit die moderne Telekommunikation es gebracht hat. Fast schon beängstigend. Rede mit dem Obervieh. Hallo? Sprich, Mensch. Na gut, wahrscheinlich... Nee, gut. Wollen wir uns nicht lieber von... Tut mir leid. Ich komme in Frieden. Ja. Das haben auch schon andere gesagt. Okay, bis später. Gut. Das war ja eigentlich klar. So, Holzplanke hier vor dem Ventilator. Sprungfeder, Hufeisen. Metallplatte. Keine Ahnung, wozu sie gut ist oder war. Auf jeden Fall ist sie zu schwer, um sie... ich könnte das Ende der Feder durch die Ösen drehen. Die Feder ist jetzt fest mit der Metallplatte verbunden. Hätte ich noch einen klein bemalten Hippogreif, könnten wir alle viel Spaß haben. Okay. Ach, Moment. Könnte funktionieren. Ich habe die Feder zusammengedrückt und die ganze Konstruktion mit dem Hufeisen fixiert. Steht ziemlich unter Spannung, das Ganze. Ich habe die Feder ich kapiere es immer noch nicht. Wenn ich kräftig am Faden ziehe, würde ich das Hufeisen abziehen und das Katapult auslösen. Ich teste das lieber nicht. War eine ziemliche Arbeit, das alles aufzubauen. Ja, okay, aber das hilft uns doch jetzt null... Wenn ich kräftig am Faden... Ich teste das... Das hilft uns doch jetzt null weiter bei der Petra-Sache. Und so. Ziehe am Faden, betrachte die Konstruktion. Ohne Frischluft würde es in der Höhle der Viecher vermutlich ziemlich schnell müffeln. Langes, feuchtes Fell. Ich hatte mal einen Hund, Rupert. Er ist mir zugelaufen. Immer wenn er nass geworden ist und dann abends... Ich schweife ab. Okay, gut. Das hat sich jetzt hier erledigt. Ich versuche das jetzt nochmal, weil... Ich habe keine Ahnung, was mit der Konstruktion ist. Na, Kleiner... Ist sie jetzt für Mungus, wenn der vorbeikommt? Außer Funkreichweite. Hilfe kommt nicht. Nicht leicht für dich hier, oder? Niemand anderes in deinem Alter, weit weg von zu Hause. Er plappert alles nach, was er gehört hat? Und auch noch in der Stimme, in der er es gehört hat? Bis später, Kleiner. Ja, aber warum... Für mich? Oh, danke. Danke. Und nun zurück zum Sport. Oh, das ist ja voll lieb. Ich weiß nur nicht, was ich damit soll, ne? Das ist klar. Okay, vielleicht können wir damit diesen karamellisierten und fettigen Zucker aus der Pfanne kratzen. Ich probiere das jetzt einfach. Ich glaube, hier ist nichts mehr. So. Mal sehen. Ich habe die klebrige Zuckermasse um den Schraubenzieher gedreht. Zucker am Stiel, sozusagen. Ich habe die klebrige Zuckermasse... Okay, jetzt haben wir einen selbstgemachten Lutscher. Jetzt ist die Frage, die Petra wird den ja wohl kaum nehmen. Dann doch eher das kleine Babyvieh, oder? Aber ich probiere es trotzdem. Was hat sie heute? Längeres Leben für Eintagsfliegen. Wie wär's damit? Ich gebe dir einen schönen Lutscher, du gibst mir dafür das Schild. Wofür hältst du mich? Für eine durchgeknallte Spinnerin, die ihre eigenen übertriebenen Wertvorstellungen anderen Leuten aufs Auge drücken will, obwohl sie weder vernünftig noch nachvollziehbar sind. Aber was ist jetzt mit dem Lutscher? Den will ich nicht. Ach Petra, du bist doch doof. Dann eben nicht. Dann bekommt das Babyvieh den Lutscher.
freut sich bestimmt. Möchtest du einen Lutscher? Keine Süßigkeit. Was? Hey, Opa. Was? Warum? Eine Stimme in meinem Kopf sagt mir, dass man sowas nicht tun sollte. Andererseits ist man verrückt, wenn man auf die Stimme in seinem Kopf hört. Wenn ich kräftig am Faden ziehe, würde ich das Hufeisen abziehen und das Katapult auslösen. Ich teste das lieber nicht. Ich habe keine Ahnung, was diese Konstruktion jetzt soll. Ist es für den Yeti, wenn Cornelius wieder zum Yeti wird? Ist das für Munkus? Ich habe keinen Plan. Wenn ich das Ding betrachte... Kleine gemeine Vorfreude, ja. Schön. Tja, wofür könnte ich die Farbe gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich für nichts. Schön, okay. Von Magie lasse ich lieber die Finger. Okay. Ja, ich bin wirklich ein bisschen ratlos. Sage ich ganz ehrlich. Sieht aus. Okay, Wahlrecht für Delfine. Also im Vergleich zu anderen Adventures ist es hier so, finde ich, dass man ganz oft gar nicht weiß, was der Charakter, der Spielecharakter schon für einen Plan hat. So in anderen Adventures weiß man dann, okay, dies und das hat er vor, aber hier hat der so seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Plan und da muss man nicht nur auf den Lösungsweg kommen, sondern auch auf die Lösung an sich. Also wisst ihr, wie ich meine? Versteht ihr bestimmt. Das finde ich hier ein bisschen... Hey Cornelius! ...ein bisschen doof manchmal. Oh, hallo! Hallo! Kennst du diese Viecher, die dort hinten beim großen Felsen hausen? Oh ja! Ganz erstaunliche Kreaturen! Sie scheinen technologisch sehr fortschrittlich zu sein. Und sie verfügen über ungewöhnliche körperliche Fähigkeiten. Sie können sich sehr dünn machen. Aha. Es scheint, als hätten sie keine Knochen im Körper. Was sind das für Wesen? Vielleicht eine Pinguin-Mutation? Möglich. Ich fand es schon immer verdächtig, dass Pinguine im Schnee leben, aber kein Fell haben. Ah, jetzt wissen wir aber auch, wie das Vieh in The Book of Unwritten Tales aus dem Kerker entkommen ist, nämlich durch die Tür unten. Diese Tierschutzaktivistin da draußen. Och, lass mich in Ruhe mit der. Was kannst du mir über sie erzählen? Nicht viel, eine Radikale, eine Spinnerin. Hat meine Yeti-Fallen sabotiert, weil sie verhindern wollte, dass ich den Yeti fange. Sie meinte, dass kein Mensch ein Tier einsperren sollte. Und dass sie hoffe, der Yeti würde mich in eine eisige Felsspalte werfen. Sie liebt die Tiere. Solche wie sie stehen dem Fortschritt im Weg. Schau dir an, wie weit wir es gebracht haben. Wir haben Maschinen, die tödlicher sind als Zaubersprüche. Wir haben Geräte, von denen wir vor 10 Jahren noch nicht einmal wussten, dass wir sie brauchen. Ohne die moderne Wissenschaft würden wir immer noch in Höhlen leben. Wenn du das sagst. Auf Wiedersehen, Cornelius. Versuch nicht, auf den Kopf zu fallen. Okay. Okay. Ja, gut. Können wir uns jetzt selber einsperren? Dafür gibt es Momente. Aber sollte Cornelius... Sollte er sich in den Yeti verwandeln? Wir haben nur noch das vegetarische Sandwich. Sonst echt gar nichts. Klaue die Antenne von Petra und gewinne das Vertrauen der Viecher. Moment, wie ist das denn, wenn ich das Sandwich hier irgendwo hinlege? Geht das denn? Nee, auch nicht. Na komm schon, jetzt nimm das doch. Möchtest du vielleicht... Ja? Ja. Also schön. Typisch auch nur... Mann. Ich gebe dir das Sandwich. Daneben nicht. Oh, Menno. Also wir haben jetzt in der Höhle alles abgesucht, mit Hotspot-Anzeige, hier vorne auch. Dann kann ich ja nur hier was übersehen. Und zwar diese blöde Sache mit der Konstruktion.
die ich absolut nicht verstehe. Ich kann auch noch mal ihn ansprechen, wenn das jetzt geht. Das ist, okay. Möchte der ein Sandwich? Nein. Psst. Ah. Hä? Alles okay? Klar, warum nicht? Oh. Okay. Okay. Wir haben das kleine Babyvieh weggeschleudert. Oh. Du Armes. Es tut mir leid. Oh, was haben wir denn da? Ein Schneevieh. So gefällst du mir. Was? Er steckt es einfach ein. Gut. Vielleicht möchte die Petra das haben, weil tötet keine Vögel, wir vögeln auch keine Toten. Irgendwas sagt mir, dass Petra nicht damit einverstanden sein könnte, dass ich ein flauschiges Baby durch die Gegend katapultiert habe. Nur so eine Vermutung. Hi. Ah, oder es kann natürlich auch sein... Du störst? Ja, ja. Hast du... Nö. Möchtest? Ja. Also, auch ein... Ich gebe dir das... Nein. Was war hier nochmal? Ich bräuchte... Die Tiere brauchen es noch... Okay, gut. Keine Chance. Okay, das heißt... Ich muss weiter. Versuche beim Weggehen so wenig... Ja, ich werde das Vieh hier unten reinsetzen. Nein, das Vieh ins... Das geht nicht. Okay, ich hatte jetzt gehofft, ich kann das Vieh da reinsetzen und daraufhin stürmt Petra zu Hilfe. Lieber nicht. Cornelius könnte den Kleinen für einen Yeti in Miniaturformat halten und wer weiß, was mit ihm anstellen. Ich hab nur... Das ist echt blöd. Ich hab nur zwei Sachen im Inventar. Nee, passt auf, ich rede nochmal mit dem, bevor ich hier abhaue. Jetzt nicht, okay, wenn... Okay. Ich hab nur zwei Sachen im Inventar. Drücke in jeder einzelnen Szene die Hotspot-Anzeige und habe fast alles untersucht. Und trotzdem komme ich hier überhaupt nicht auf die Lösung. Wir haben jetzt das Babyvieh. Das Babyvieh, was Stimmen nachmachen kann. Das bringt uns vielleicht an der Gegensprechanlage was. Rede mit dem Obervieh. Ich weiß ja nicht, ob ich danach noch das Baby... Solange ich nicht die Antenne von Petra besorge... Das zurückgeben? Sicher. Es macht Spaß, Babys durch die Luft zu katapultieren. Aber ich sollte das nicht öfter machen als nötig. Deswegen bleibt der Kleine erstmal bei mir. Was zur Hölle? Ja, aber wo kann der denn mal irgendwas sagen? Das geht bei der Petra nicht, das geht auch beim Cornelius nicht. Geht Petra... Habe ich das nicht gerade ausprobiert? Irgendwas sagt mir, das bin nur so eine Vermutung. Das ist, selbst wenn ich gebrochene Planken, zerstörte Propeller, ich sollte... Ich werf das... Wenn Masas hier auftaucht, bevor die alte Dame flugtauglich ist, bin ich erledigt. Ja, ja, komm, ich werf das Babyvieh jetzt dagegen. Ich sollte ihn bald wieder zurückbringen. Auch Kleinvieh macht Mist. Was? Ich wollte ihn gerade zurückbringen. Da hat er gesagt, nö, der bleibt bei mir. Ey, ganz ehrlich. Stecke das... Irgendjemand mag dich nicht, mein Kleiner. Was? Er hatte sich zwischen den Brotscheiben gemütlich gemacht. Was? Ein Sandwich mit einem haarigen Viehbaby als Fleischbeilage. Ich hätte ja Skrupel gehabt, es dort reinzulegen. Ja, okay. Der Cornelius denkt, es ist vergiftet.
sie will es eigentlich nicht. Ich habe hier ein schönes Sandwich. Und auch ohne Fleisch? Okay. Aber natürlich. Also schön. Dein Beitrag zum Umweltschutz wird vermerkt. Was war das? Meine geheime Zutat, Milady. Hallo, Baby. Nichts für ungut, Kleiner. Tusch. Ach Mensch, die arme, arme Petra. Errungenschaft, Überraschungssandwich. Die gute Petra hat ihr Protestschild vergessen. So eine Schande. Sehr schön, jetzt durchsuchen wir nochmal die Kiste. Sagt ihr, dass Wahnsinnige über große Kräfte verfügen. Trotzdem ist es nur schwer vorstellbar, wie Petra mit dem Ding auf dem Rücken bis in die Nordlande gewandert ist. Gut, Leute, wir haben die Antenne. Ich werde die Folge an dieser Stelle beenden. Und beim nächsten Mal geben wir die Antenne dann ab und schauen mal, ob wir dann vertrauenswürdig sind. Also bis dahin, tschüss!